Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeier. Ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und diesmal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, wenn ihr schnell seid, könnt ihr gerade noch so einsteigen. Habe ich noch ein, zwei Plätze in Mainz beim Bootcamp und dann 2 Wochen später in Berlin. Und genau, später kommt dann noch München. Ja, ansonsten, genau, kommt mein Liebeship Pro Kurs bald raus, aber jetzt gehen wir erstmal in die E-Mail und da, genau, sage ich da auch noch einen Takt zu. Es geht um die Frage, lieber Christian, das Universum testet und fordert mich heraus, oder bin ich zu streng und verbohrt mit meinen Standards? Ich werde das Video aber wahrscheinlich nennen, so entspannt sein beim Daten. So, nach meiner letzten Beziehung, also mein Material findest du auf liebeschipp.de nochmal für Neuviewer. Also nach meiner letzten Beziehung, die ich gleichzeitig meine erste sichere Beziehung war, Glückwunsch, stehe ich momentan im modernen Dating-Dschungel. Ich habe bisher schon recht viel an mir gearbeitet, bin gewappnet mit einer mit Dating- und Beziehungsstandards-Liste und habe Goals und No-Gos für meinen für mich perfekten Partner festgelegt. Meine Dealbreaker sind ebenfalls gesetzt. Naja, das bisherige Fazit war sehr enttäuschend. Gefühlt gibt es niemanden, der auch nur annähernd meinen Standards oder Goals entspricht. Ich konzentriere mich also nur auf mein Leben, mache momentan die Selbstliebe-Challenge Advanced auf Liebeship, davor ebenfalls die Selbstliebe-Challenge Basic. Ich fühle mich so stabil wie noch nie und laufe mit einem dummen Dauergrinsen durch die Gegend. Ja, das ist auch schon mal super. Mission accomplished hier, würde ich sagen, ne? So ganz ohne Mann. Meine Umwelt reagiert auch permanent auf diese neue Art und alle wundern sich auch irgendwie. Ja, so soll es sein. Genau so soll es sein. Was so ein wenig Arbeit an Selbstliebe anrichten kann. Ja, es ist halt die entscheidende Schnittstelle, ne? Also wenn ich mich mit mir gut fühle und wenn ich mich in den Vordergrund stelle, dann kann ich auch Standards haben, dann kann ich nicht mehr so leicht hin. Oder gar nicht mehr in toxische Beziehungen kommen oder stellst zumindest irgendwann fest. Ja, und eben, ja, also was ich sozusagen, was innen drin passiert, reflektiert sich im Außen. Ne? Wenn ich selber mich mit mir gut fühle, happy bin, glücklich bin, ja, das spiegelt sich im Außen wieder. Wir gestalten ja alle unsere Welt, ne? Ob uns das passt oder nicht, ob wir das glauben oder nicht, ist das so, ne? So faszinierend. Dann kam auf einmal vor ein paar Wochen doch jemand in mein Leben, beziehungsweise war dieser jemand bereits seit längerem ein Teil davon. Zunächst habe ich mir gesagt, ich möchte zurzeit keine Beziehung, ich will diese Selbstliebe-Challenges absolvieren und mich erstmal um mich kümmern. Man muss ja nicht in Beziehung sein, wie du schon immer richtig anmerkst. Nun ja, die körperlichen Bedürfnisse waren dann doch mal wieder da. Ja, das ist ja auch richtig, ist ja in Ordnung. Und eine Freundin meinte nur so zum Spaß, ich finde, du würdest mit XY super harmonieren, das kann ich mir super vorstellen. Da ich zurzeit versuche, nach dem Motto zu leben, sag öfter ja, was hast du schon zu verlieren, habe ich ja gesagt und ihn angesprochen. Ja, also ihr Frauen, ihr könnt auch echt mal Männer ansprechen, ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Frauen suchen sowieso aus. Zunächst war es eine lockere Freundschaft plus. Dann wurde es mit jedem Mal intensiver und liebevoller. Ja, also wenn man damit anfängt, ist das okay, also als Übergang in eine Beziehung. Ansonsten rate ich dir ja nicht so zu. Keine Spur von Toxizität zu sehen. Wir beide ähneln uns in sehr vielen Belangen, gehen sehr respektvoll und liebevoll miteinander um und haben eine ähnliche Vorstellung von Moral und Loyalität. Gleicher Humor, ähnliche Lebenssituation. Ich kann mit ihm alles besprechen. Kurzum, Kompatibilität ist gegeben. Die Chemie, das Problem meiner letzten Beziehung, ist absolut gegeben. Gleicher Appetit, gleiches Interesse, gleiches Verlangen und vor allem gleicher Kenntnisstand. Mein Kopf ist immer da, die Ratio lässt mich Entscheidungen weiterhin treffen. Ich kann in den Tagen, in denen wir uns nicht sehen, meinen Alltag weiterhin normal durchlaufen. Meine Verlustangst bekommt keine Trigger irgendeiner Art. Ja, das heißt schon, du bist nicht in aktiver Liebessucht. Und das ist schon mal die absolute Hauptsache. Da kannst du jetzt entspannt das angucken und musst nicht gestresst sein. Ja, ne? So, er zeigt offen sein Interesse und antwortet immer recht schnell. Alles passt soweit. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, mich zu öffnen und zu schauen, wohin die Freundschaft plus
hinführen würde. Natürlich habe ich bereits während der Freundschaft Plus meine perfekte Partnerliste abgeglichen. Und der mit wichtigste Punkt in der Liste auf Platz 1 emotionale Verfügbarkeit und dann gleich weiter unten emotionale Stabilität sind ein wenig fragwürdig. Ja, du hast offensichtlich gut aufgepasst in meinen Kursen. Nach allem, was ich bisher mitbekommen habe, ist er ein Pluspol, der am Anfang der Arbeit steht. Das ist jetzt nichts Schlechtes. Also vielen geht es so, wenn sie an sich arbeiten, also dass sie ihr eigenes Minus entdecken, sage ich mal. Im Moment, wo man aus seiner Liebesfähigkeit rausfindet, stellt man vielleicht fest, oh, ich bin gar nicht, also wenn ich nicht so ätzend verlustängstlich bin, bin ich eigentlich ein bisschen bindungsängstlich, also deswegen ja auch passive Bindungsangst. Und sind dann in neuen Beziehungen eher ein bisschen im Minus und dann, das ist völlig normal und dann zieht man so ein bisschen Plusmenschen an, so ist halt so. Und wenn es jetzt nicht so extrem ist, ist es alles fein, ne? Und man kann sich ja auch gegenseitig weiterentwickeln, ne? Und also du wirst wahrscheinlich nicht perfekt sein, trotz der Arbeit an meinen Kursen. Und er wird wahrscheinlich auch nicht perfekt sein. Man kann ja gemeinsam weitergehen, ne? Genau. Es gibt eine Ex-Freundin, die schwirrte noch herum. Die Beziehung war on-off toxisch und ihr Verhältnis bis zum heutigen Tage immer noch unglaublich verschlungen und intim. Oh ja, du ahnst es, ich drohte, bevor noch überhaupt etwas begonnen hat, in ein massiv toxisches Dreieck zu bleiben. Genau. Keine Dreiecke, das ist klar. Es gab eine Situation, in die. Das Problem ist natürlich auch ein bisschen, wenn man so mit Freundschaft plus anfängt. Wie gesagt, als Übergang ist das durchaus okay, aber ist natürlich, ja, dann kann man natürlich auch noch nicht meckern, wenn da noch irgendwo jemand rumläuft. Es gab eine Situation, in denen er mich eingeladen hatte. Erstes Date draußen, kein rein sexuelles Date daheim. Aha, trennt ihr das? Okay. Also ihr habt Sexdates und draußen Dates, das ist ja lustig. Bei diesem Date war besagte Dame dabei. What? Warum wollt ihr unbedingt die Ex treffen? Warum? Also das verstehe ich nicht so richtig. Ich meine, das ist ja, also zeigt ja, dass er da nichts hinter deinem Rücken macht und so, aber warum? Also es macht euch das Leben noch einfacher und nicht so kompliziert, wirklich. Da kann so viel bei schief gehen. Es kam viel Manipulation und Herrschsucht ans Tageslicht. Obwohl wir dort zu viert waren, ihr neuer Partner, sie und wir beide, war ich oder ihr vermutlich handeln, dem eines Kleinkindes im Kindergarten gleichzusetzen. Also ich sage ja sowieso, so keine Double Dates in den ersten 2 Monaten, ich weiß es nicht, wie lange ihr da zusammen wart, ist einfach besser, sich erstmal miteinander einzutunen, Sicherheit zu gewinnen, bevor man sich so Freunden aussetzt und wenn der Partner dann vielleicht noch nicht verliebt genug ist, dann fällt er sich vielleicht doch nicht ganz so vor Freunden, wie man sich das wünschen würde und dann gibt es Nerv und also lasst euch die 2 Monate, verliebt euch richtig und dann kann man auch so Doppeldate und so Freundschaftssituationen so besser handeln. Aber ehrlich gesagt, auf die Idee kommen, eine Ex zu treffen, würde ich jetzt nicht so unbedingt, aber naja, unnötiger Stress, unnötiges Drama. Wenn ich das Spielzeug nicht haben kann, dann niemand. Also hat sie jeden Moment, bei dem ein Annäherungsversuch von seiner Seite an mich kam, ausgenutzt und mir gezeigt, dass sie noch Macht über ihn hat. Ja, deswegen ist das meiner Ansicht nach eine völlig irrwitzige Idee, dass ihr das macht, aber gut. Sie hat ihn buchstäblich von mir weggezogen und hatte letzten Endes mehr Körperkontakt mit ihm an diesem Abend als wir beide. Wie schrecklich. Ich kam mir furchtbar vor und habe den Ort mit 2 anderen Freunden verlassen. Die hatte ich als Unterstützung dazu gebeten. Warum macht ihr das? Hat er Kinder mit ihr? Also, ich weiß gar nicht wofür. Und dann kommen noch 2 Leute mit. Das ist ja eine völlig skurrile Situation. Da wäre ich echt gerne dabei gewesen. Ne? Aber völlig unnötiger Stress. Es sei denn, es gibt jetzt irgendeinen absoluten Grund, warum ihr so ein Treffen habt. Konnte mir das nicht in dem Moment bieten lassen. Ja, verständlich. Also bin ich dieser Situation entflohen. Dann habe ich selbst die Challenge in einem Sadank zu mir gestanden und das, was gerade gelaufen ist, mit ihm beendet. Okay.
ihm meine bisherigen Gefühle gestanden und ihm gesagt, dass er sich eindeutig entscheiden muss. Ja, also ist jetzt hier also ein Dealbreaker, sehr gut. Also allgemein wäre es für ihn vielleicht auch nicht schlecht, alles zu kappen und endlich weiterzuziehen. Unabhängig von mir. So, jetzt sieht es folgendermaßen aus. Er hat schneller als gedacht mit ihr gesprochen und es beendet. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ihr so eine Ehe, so eine Freundschaft-Plus-Situation hattet, dann kannst du ihm natürlich auch nicht, bist eben schwer, ihm jetzt so, wer weiß wie viel vorzuwerfen, weil, naja, seid halt nicht fest zusammen gewesen, so, ne? Aber gut, wie gesagt, ich verstehe jetzt überhaupt nicht, warum es zu so einem Treffen kommt, wo eigentlich nur, da können eigentlich nur Verletzungen entstehen, ne? Also versucht wirklich immer so wenig Drama wie nur irgendwie möglich, so, ne? Ich würde jetzt als nächstes vorsichtig Schritt für Schritt gehen und erstmal nichts labeln und alles langsam fließen lassen. Ist es nicht besser, wenn ihr sagt, ihr arbeitet an einer, also wenn du das jetzt weitermachen willst, ist es nicht besser, ihr habt einen klaren Rahmen, also einen Beziehungsrahmen, Exklusivität, dass es dann nicht wieder so Probleme gibt? Allerdings hat sich nicht alles verändert, er ist immer noch ein Pluspol am Anfang und emotional nicht sehr stabil. Jedoch habe ich von dieser emotionalen Instabilität nichts zu spüren bekommen. Ich weiß es, weil ich ihn länger kenne, aber nicht, weil ich es erfahren habe. Ist sowas dann überhaupt eine Red Flag? Ja, wir wollen ja nicht am grünen Tisch entscheiden. Also wenn du ihn datest und es zeigt sich keine Instabilität, ja, wenn du ihn lange kennst, weißt ja noch mehr, welches Paket du da hast, ne? Also nee, dann wäre das jetzt keine Red Flag. Du meintest ja auch mal, nur bestimmte Partner holen bestimmte Züge aus uns raus. Ja, also nur, dass er vielleicht eine super instabile Beziehung vorher hatte, heißt jetzt nicht, dass er mit dir nicht anders sein kann, ne? Also, genau, hatte ich ja auch letztens ein Video gehabt, hier Manhattan-Beziehung und Michelangelo-Beziehung, ne? Das hat er vielleicht eine Manhattan-Beziehung, das heißt aber nicht, dass er mit dir nicht eine andere Beziehung haben kann. Ja, was du jetzt überlegen müsstest, ist, wir kriegen ja immer unsere Spiegelpartner und dürfen was lernen. Was darfst du hier lernen mit ihm, ne? Das wäre die Frage. Also jeder Partner ist ja auf irgendeine Art der Richtige. Und du müsstest jetzt überlegen, was darfst du hier lernen? Also für dich einstehen, klar, aber was noch? Ne, vielleicht wieder ein bisschen weicher werden, könnte ich mir vorstellen. Ja, keine Ahnung. Jemand auch ein bisschen mit aufhelfen, jemand nicht so zu stark labeln, so wirklich in Ruhe anzugucken, wie jemand ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber dieses Commitment hat mich sehr beeindruckt und das hat mir gezeigt, dass er auch was für was Neues bereit ist. Mein Bauchgefühl ist sehr entspannt zurzeit. Eher in Richtung Schmetterlinge im Bauch als obsessives Nachdenken. Ja, also obsessives Nachdenken wäre auch wirklich ein schlechtes Zeichen. Die Frage, die ich mir gerade noch nicht beantworten kann, bin ich einfach gerade zu ängstlich oder sehe ich meine Liste zu engstirnig? Ich wollte sowieso den Liebeschip-Pro-Kurs mal anschauen, denn ich habe wirklich Angst, zu sehr in diesen Listen zu denken. Ja, genau für diese Situation ist er gemacht, dass man schon an sich gearbeitet hat, Standards klar hat und dann ja, vielleicht mal wieder ein bisschen weicher werden muss und Standards auch nicht so als Stahltüren, sondern als Gartenzaun, wo man mal jemand reinlassen kann oder nicht. Also meiner Ansicht nach kannst du da jetzt entspannt weiter daten. Also ich hoffe, ihr habt da jetzt ein klares Setting. Also dafür würde ich schon sorgen, dass ihr ein klares Setting habt. Und so also ein Beziehungssetting ist doch meistens am sichersten so. Und ja, du bist wahrscheinlich, also jeder ist ängstlich. Du wirst aber wahrscheinlich auch eine toxische Vorbeziehung gehabt haben. Sonst wärst du ja wohl nicht bei mir gelandet. Und insofern ist es ja auch klar, dass du ängstlich bist, ne? Da muss man sich erstmal wieder öffnen, erstmal wieder weich werden, so, ne? Und siehst du deine Liste zu engstirnig? Ja, ich kenne jetzt deine Liste natürlich nicht, aber was jetzt schön ist jetzt, ist ja, dass du einen Standard setzt, ne? So, die muss hier verschwinden, die Ex-Freundin und all das. Und ich hätte gern, würde auf gar keinen Fall ein Dreieck haben und bums, kriegst du das, was du willst, ne? Das ist ja genau, was wir wollen, ne? Dass du
Standards setzt und die dann auch erfüllt werden und dann kannst du auch weiter daten. Das Problem mit diesen toxischen Beziehungen ist ja immer, dass dann einer den Karren aus dem Dreck zieht und der andere sich entspannt zurücklegt und sein Ads-Programm weitermacht. Aber das ist ja hier nicht der Fall, ne? Er hat sich da ja verändert. Jetzt musst du nur so ein bisschen gucken, wenn er so Pluspol ist und vielleicht auch ein bisschen co-abhängig. Also macht er das jetzt alles nur, weiß ich nicht, weil er jetzt auch dich nicht verlieren will oder es dir recht machen will, oder ist er jetzt so, ist das sozusagen wirklich auf dem Weg zu so einer gesunden Liebe, die so langsam wächst? Aber ich denke, das wird die Zeit zeigen. Also aus meiner Sicht, ja, kannst du ruhig weiter daten und das ein bisschen nutzen, da so ein bisschen weicher zu werden, offener zu werden. Und ich würde mir vielleicht immer wieder 4 Wochen geben, musst du ja auch jetzt nicht so groß kommunizieren, einfach mal wieder nach 4 Wochen mal wieder gucken, wo stehe ich da jetzt? Ja, ist das sozusagen mich noch auf dem Weg? Habe ich jetzt zu viel Standards vielleicht irgendwie in Frage gestellt oder passt das noch so ungefähr? Oder war es auch eine gute Erfahrung, vielleicht mal wieder ein bisschen weicher zu werden und jemand an mich ranzulassen? Also ja, zu deiner Ursprungsfrage, ja, getestet werden wir natürlich immer, aber das ist jetzt keine toxische Beziehung, ne? Das ist ja, also auch normale Beziehungen oder gesunde Beziehungen sind permanente Arbeit und immer wieder anstrengend zwischendurch. Und klar, man kann natürlich immer dran arbeiten, dass es lockerer wird, easier, dass wir eine bessere Version werden unserer selbst. Aber ja, ist alles fein soweit, ne? Kannst du so machen. Gut. So, wäre toll, ein Video davon zu erhalten, deine Meinung dieser Situation zu bekommen. Das würde mir sehr weiterhelfen. Danke dir, Christian, für die ganze Arbeit. Ich hätte nie gedacht, wie viel mir das bringen würde und wie sich langsam alles zum Guten wendet. Ja, das habe ich mich da. Das Buch steht auch noch an. Ja, also ich würde sagen, relax da mal und ja, freu dich ein bisschen daran, dass du zu dir gestanden hast und dass das positive Wirkungen hat und mach den Kram weiter, den du vorher auch gemacht hast, der dir dieses Lächeln ins Gesicht gemacht hat, mach das weiter, lass dich da nicht von abbringen, auch wenn du ihn jetzt datest da und wenn er wieder anfängt mit irgendwelchen Dreiecken und seiner Ex, dann würde ich vielleicht nochmal neu überlegen und wenn er so zu plussy ist und zu anhänglich oder dir jetzt zu verlustängstlich, dann kannst du ja auch nochmal gucken, aber ja, also wir dürfen uns ja auch mit dem Partner weiterentwickeln. Das ist ja der Sinn von gesünderen Beziehungen. Also insofern, ja, warum nicht weiter gucken? Hätte ich jetzt kein Problem mit hier so. Ja, danke für die Mail. Und in diesem Sinne, wir werden